So, dann legen wir mal los. Ich hoffe, mich stört jetzt keiner. So, als erstes fische ich diesen wunderschönen Schmetterling raus oder herausholen. Ich glaube, das sind die zum Aufkleben oder draufbügeln. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Das sind zwei Stück. Ich lasse jetzt mal, oder wir backen es aus. Da muss ich doch rascheln. So, die sind sehr schön mit Pailletten, mit hologrammischen Pailletten, was ich so gerne mag. Ist das zweimal der gleiche? Ja, naja, fast. Aber egal, die sind sehr schön. Lege ich mal dahin. Dann habe ich wunderschöne Blümchen bekommen. Moment. Das sind hier. Das sind so, ich glaube, eher Papierblümchen übereinander geklebt. Also das sind auf jeden Fall gekaufte, weil da hinten steht Depot, aber ist ja nicht schlimm. So. Mal das dahin. Dann habe ich dieses wunderschöne, cooles Dingens bekommen. Das kommt ja wie gerufen. Weißt du warum? Ich habe das auch in Blau. Ich habe das auch in Blau. Und das kommt ja wie gerufen. Schaut mal. Das kommt. Also da werde ich auf jeden Fall was basteln. Und das ist jeweils zweimal drin. Das kann man sehen hier. Es sind Holzteile und die kann man einzeln verbasteln. Und die finde ich so cool, dass ich das nochmal kriege. Weil, wie gesagt, ich habe das in Türkis und in so in dem Naturfarben finde ich es auch sehr schön. Dankeschön. Und dann habe ich Rosetten oder wie heißen die? Und steht da nichts? Ja, egal. Ich habe sowas bekommen. Die kann ich noch nicht. Also ich habe es mal versucht. In mega groß hat wunderbar geklappt. Aber in klein kriege ich es irgendwie nicht hin. Also ich müsste die. Entschuldigt. Einfach mal, wenn ich mehr Zeit habe, machen oder versuchen. Und ja, dann sage ich schon mal Dankeschön. Dann habe ich, ach Gott, wie süß ist das denn? Das sind ein paar Sticker dabei, die gefallen mir richtig gut. Und die anderen werde ich dann vertauschen. Schaut mal. Also mir gefallen die Schmetterlinge. Hier, die Libellen, die Schmetterlinge. Und die Bienen, ach mein, die Bienen sind auch putzig. Obwohl, die Marienkäfer sind auch schön. Genau. Dann habe ich Holzteile bekommen. Und Schmeckis. Ach, die sind ja cool. Die sind voll. Das sind schon Holz, ne? Die sind cool. Die kann man bestimmt so aufstellen, oder? Ja. Schaut mal. Kann man aufstellen? Nein, das kann man nicht aufstellen, aber vielleicht ist. Das kann man aufstellen. Also, so kann man es aufstellen. So. Ja, das geht nicht. Nein, da ist irgendwie abgefalzt. Aber das ist nicht schlimm. Die kann man dann verbasteln. Also Schmetterlinge. Dann habe ich ein Tweems Holzteil bekommen. Oh, noch ein kleines süßes Schmetterling. Hat sich verirrt. Dann habe ich Filz bekommen. Also ich mag es nicht so gern anfassen, Filz. Aber die werde ich wahrscheinlich vertauschen. Die sind so rau, so. Weiß ich nicht, wie man. Aber derjenige oder diejenigen, die Filz schon mal angefasst haben, die wissen genau, was ich meine. Aber trotzdem, Dankeschön. Und dann habe ich, Washi habe ich bekommen. Oh, das, oh, oh Mann, ist das geil!
Warte mal, wo ist denn hier der Anfang? Warte mal, Moment. Ja. Das ist mal echt cool. Schaut's mal. Da ist ein Füchschen, ein Weihnachtsmann, ein Schneemann, ein Pinguin, ein Eisbär und ein Rentier. Oh, die sind ja süß. Die sind voll cool. Also die gefallen mir richtig gut, obwohl ich kein Rot mag. Aber es gibt ja immer so Sachen, dass man die sieht und man gefällt, einen gefällt es doch. So. Dann habe ich doch eins. Entschuldigt. Oh mein Gott. Boschi in Gelb und in Schmetterling. Ja, ich glaube, das habe ich auch. Aber ist auch nicht schlimm, ne? Dann haben wir halt was Doppeltes. Ach Gott, Lani, ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. Ich glaube, du hast meinen Steckbrief genau durchgelesen. Hier ist ein Boschi mit Pandas. Könnt ihr das sehen? Pandas, ja. Das ist ja total trollig. Dann habe ich noch hier ein süßes Washi. Ich kann es aber jetzt nicht erkennen, was da drauf ist. Sind da so Eisbären drauf? Moment, ich muss mal gucken. Ich muss hier mal wegpopeln. Könnten Eisbären sein. Ich kann es aber leider nicht entziffern. Ah nein, das ist kein Eisbär, das ist ein Nashorn. Ein Nashorn mit so ein rosane Oberteil. Rosanes Oberteil? Könnte hinhauen, ja. Total cool. Sachen gibt's. So. Und dann habe ich, noch hier diese Washis mit diesen, ach, wie heißen die jetzt? Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Sowas. Auch cool. Weiß ich nicht, wie die Dinger heißen. Fällt mir jetzt nicht ein. So, dann geht ja noch weiter. Dann habe ich hier noch ein Kleeblatt bekommen. Den kann man grün anstreichen und vielleicht einen Glitzer pumpt in der Mitte. Und dann kann man schön, also ich würde eine Seite grün anpinseln und dann hier nicht, sondern dann auf die Karte draufkleben und hier vielleicht noch einen Glitzerstein rein. Dankeschön. Und dann habe ich, diese komischen Dinger. Ich habe auch ganz viele davon. Also ich habe noch ganz kleinere, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Ich glaube, die benutzt man für Mini-Album und andere Sachen. Aber das ist mal cool, dass ich noch welche kriege. Haha, da kann ich nämlich alle, die ich finde, weil die sind jetzt alle verstreut in den Kisten, die kann ich dann alles hier reinpacken und dann irgendwo hinhängen, dass ich die auch dann benutze. Das ist ja mal echt genial. Also vielen lieben Dank. Das ist echt cool. Das scheppert sehr richtig auf dem Tisch. Dann habe ich hier eine Spitzenband oder wie heißt das Ding? Bekommen, die mag ich total gerne, egal was für Farbe, auch rot, rot, naja, orange eher nicht, aber die kann ich ja dann für euch dann irgendwas basteln. Aber die finde ich total cool, weil die sind auch selbstklebend. Also wenn das nicht mal kleben sollte, dann kann man immer noch ein doppelseitiges Klebeband unten drunter kleben, dann ist es nämlich sehr fest und geht dann nicht mehr ab. Und ja, das kann man eigentlich immer gut gebrauchen. So, dann hat sie mir... Was ist denn das denn? Kann man die essen? Ich glaube nicht mehr. Ja, ich habe mal... Irgendeinmal habe ich sowas bekommen. Und die hat man essen können. Also das sind so Sterne. Ich glaube, wenn mich das nicht irrt, das sind... Also ich weiß es nicht. Also Fimo, denke ich eher. Das ist aus Fimo kleine Sternchen. Mal gucken, was ich damit anstelle. Wenn ich aber keine Idee habe, was ich damit machen kann, werde ich sie auf jeden Fall dann weiter tauschen. Aber das schaut irgendwie cool aus. Was kann
kann man mit so kleinen Babysternchen machen. Draufkleben vielleicht. Ach, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir draus machen. So, es geht ja noch weiter. Oh mein Gott. Dann habe ich hier Rosen bekommen. Also Rosen finde ich auch immer wieder schön. Das sind so Röschen zum Draufkleben. Also die kann man da abpuppeln und dann hier ein, wie heißt denn das, Klebepistole kleben. Und dann kann man das auf Verpackungen draufkleben. Also das finde ich auch mal wieder sehr schön, dass du mir da sowas abgibst. Oh Gott, es geht ja noch weiter. Dann hast du ja richtig aufgeräumt bei dir. Ah, wie cool ist das denn? Schaut's mal. Ich habe solche Glitzersteine bekommen. Die sind auch cool. Also die gefallen mir besonders gut. Bei diesen mache ich immer so, dass ich diese weißen Dinge abpuppele und einzeln draufklebe. Genau, so mache ich das immer. Und die viereckigen auch ab. So mache ich das immer, weil es dann doppelt hält. Und ja, wie auch immer. Und die habe ich auch bekommen, die habe ich auch. Das sind aber mir zu viel rote dabei. Und wenn ich nur die weißen, die türkisen, die pinken und die lilanen abpuppel, dann habe ich zum Schluss nur die grünen und die roten drauf und die orangen. Das habe ich letztes Jahr mal gemacht und es hat ausgeschaut. Total ulkig. Naja, gut. Aber Dankeschön. So. Dann geht's noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. Dann hat sie mir hier was eingepackt, wo ich gleich eine Idee habe, was ich damit machen kann. Hier habe ich ein Seepferdchen bekommen und hier ein, oh, wie heißt denn das? Thunfisch? Tintenfisch. Tintenfisch. Das ist cool. Und das ist auch sehr schön. Das ist schön mit Glitzer und Türkis. Das ist dann für nächstes Jahr zum Dekorieren oder so. Das passt nämlich mit diesen Buchstaben zusammen. So, dann bin ich aber immer noch nicht fertig. Dann habe ich hier ein Kapuschons bekommen. Cool. Ein Lolli-Kapuschon. Oder ist das ein Radiergummi? Der Lolli, also ihr könnt jetzt gleich nein beißen. Oder ist das ein Radiergummi? Ich weiß es nicht. Ich muss sie fragen, was das ist. Total cool. Ein Lolli. Und ich sehe auch was anderes. Ich sehe hier Süßigkeiten. Nochmal Süßigkeiten. Was ist denn das hier? Ein Donut wahrscheinlich. Lauter Donuts, genau. Oh Gott, jetzt machst du mich hungrig, weil ich habe jetzt gleich Hunger auf Kuchen. Und hier ein süßes Einhornschweinchen oder sowas. Total cool. Dankeschön. So. Dann haben wir immer noch nicht alles. Habe ich ein doppelseitiges Klebeband gekriegt. Das ist ja echt mal genial, weil doppelseitiges Klebeband kann ich immer gut gebrauchen. Und ich denke mal, das ist ein sehr gutes, weil das hat hier so ein Plastikdingens drin. Die billigen, die sind bei mir, also die werde ich ja, sag mal, da ist ein Haar drauf, ein Fussel oder sowas. Die verbastle ich nicht, weil ich habe schon ein paar Mal Billiges bekommen. Und jedes Mal, wenn ich was geklebt habe, ist das Ding wieder abgegangen. Also ich meine, hier, das ist was ganz Teures, glaube ich. Vermute, ich weiß es nicht. Also es kann ja auch ein Billiges sein, aber ist ja wurscht. Ich werde es auf jeden Fall benutzen. Vielen lieben Dank. Und dann habe ich... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Herz schlägt ganz, ganz tief. Ich hoffe, ich habe das nicht doppelt. Wenn ich das doppelt habe, ja, was mache ich denn damit? Muss ich vertauschen in ein anderes? Habe ich das hier gesehen und... Oh mein Gott. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Farbe ist. Und ich hoffe, ich habe es nicht doppelt. Wenn ja, mein Gott, dann muss ich es leider vertauschen. So, das hier.
Und dann habe ich natürlich auch was Selbstgemachtes bekommen. Also, meine riesengroßen Klammer. Also, das ist doch mal schön. Schaut mal diese schöne Farben an. Und schaut mal diese kleine Pippi an. Und mit was hast du koloriert? Aber die Formen sind echt geil. Sag mal, wo hast du das Papier her? So, das macht man hier auf. Und Moment. Geht es auf hier? Oh, das steckt da drin. So. Total putzig. Diese schönen, hellen, bunten Regenbogenfarben, die gefallen mir richtig gut. Und hier ist eine Pippi, die schlägt gerade Eis. Also so lange Haare habe ich noch nicht. Hier ist ein Stapel hier ist eine wunderschöne Büroklammer in richtig Apfelgrün. Apfelgrün mag ich total gerne. Also sammle ich auch Sachen. Also hier, sehr schön. Also das ist praktisch eine Tasche. Und dann macht man hier zu und dann ist das zu. Also total hübsch. Also du musst mir unbedingt verraten, wo du das Papier gekauft hast. Das gefällt mir richtig gut. Und hier sind so ein riesen kleiner Stapel. Ich mach's auf. Ich muss aufmachen. Ich will das sehen, was du mir dabei gepackt hast. Stempelabdrücke. Das sind so. So, solche. Dann sind hier so ein Roboter. Das finde ich natürlich auch sehr gut, dass du das hier außen rum geschnitten hast, weil viele schneiden hier entlang und da kann ich leider nichts damit anfangen. Die sind, oh Gott, sind die putzig. Oh, das sind diese teuren Stempel. Die hatte ich auch mal davon. Ich hatte da einen Hasen im Korb und da außen rum waren Blumen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Oh Gott, die Katze. Die Katze oder so ein Waschbär, ich weiß es nicht. Och, ein Panda. Hast du den auch vielleicht im weißen Papier? Warum hast du die denn hier so drauf gestempelt? Ich kenne das nur mit dem weißen Papier. Ein Gauss-Dingens. Könnt ihr das sehen? Ich halte hier irgendwie. Das ist aber ganz schön viele Stempel, mein lieber Scholli. Ach Gott, wie süß ist das denn? Ja, den habe ich auch. Ach Gott, wie süß. Ein Schweinchen. Oh, putzig. Oh mein Gott. Das, hier sind noch welche. Hier sind noch welche eingepackt. Ich packe jetzt mal hier aus. Oh mein Gott. Schaut mal. Schaut mal, wie süß. Da war doch mal diese Einhörner mal in Schmetterlinge. Warum hast du die denn blau abgestempelt? Warum nicht schwarz? Blauen Hintergrund. Aber die Hunde sind ja cool. Die Biene. Ach Gott, die Biene ist so putzig. Und der Hund war so ein bisschen schicker. Schmetterling. Und das ist ein Weihnachtsmann und noch so ein Zauber. Cool, dankeschön. Dann habe ich den jetzt ganz viel zum Kolorieren. Die packe ich jetzt in einer anderen Tüte ein. Irgendwo hier. Eine Tüte. Die sind echt mega schön. Oh, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich jetzt loskolorieren kann. Genau. Also, ich sage schon mal vielen lieben Dank für die schönen Sachen. Die sind echt mega schön. Und wie gesagt, mit den Sachen, was ich teilweise nichts anfangen kann, die würde ich auf jeden Fall wieder vertauschen. Ach, hier ist noch eins. Schaut mal, hier ist noch so ein Prägefolder Dingensbums da mit Schmetterlingen. Ehrlich gesagt, ich benutze auch nicht sowas. Ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert. Ich müsste mich mal schlau machen. Oder ich frage einfach die Mädels, wie das geht. Ich würde das schon gerne ausprobieren mit der Stempelfarbe hier. Und dann vielleicht ein paar Sterne ausruhen.
geben oder sowas. Total mega schön. Also, vielen lieben Dank. Also, wie gesagt, es freut mich sehr. Du hast meinen Geschmack getroffen. Und ich hoffe, du bist jetzt erleichtert, weil ich ewig dann dazu gekommen bin zum Öffnen, weil ich, wie gesagt, ich nehme mir jetzt Zeit für sowas zum Aufmachen, weil ich mache das nicht in Hektik aufzumachen, dann ist die Freude nicht so groß. Und ich sage schon mal vielen lieben Dank. Entschuldige. Ich weiß nicht. Sauerstoffmangel. Vielen lieben Dank für die ganzen Sachen. Und falls es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und verpasst keine weiteren Video. Ihr müsst auf, also ihr dürft gerne auf dieses kleine Glöckchen da oben irgendwo klicken. Und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Okay, das war's. Und bis zum nächsten Mal.